Unser Match ist jetzt ready. Ich habe gerade nochmal ein neues Match gestartet, weil, ja, ihr wisst Bescheid, muss ich glaube ich nicht erklären. So, ich versuche beizutreten, aber ob das klappt, weiß ich natürlich nicht. Das Gronkh ist auch online gerade zufällig. Das Gronkh ist online. Hat er das jetzt gestartet? Nee, also gestartet hat er das, aber du hast den Link nicht kopiert und kannst jetzt selbst nicht reingehen. Geh mal auf Play. So, und jetzt müsstest du eigentlich über URL reingehen, aber nee, das versuch mal, ob du das rechts über diesen Button machen kannst, über dieses Zahnrad rechts. So, und dann kannst du deinen eigenen Server irgendwo joinen. Oder vielleicht ist es der Button, der unten drunter in grau ist. Nee, nicht da draufklicken, dann machst du den Server wieder an. Neben dem roten, da. Genau. Join Match einfach. So, jetzt, Gronkh, jetzt könntest du versuchen, mal drauf zu kommen. Ja, genau, Gronkh. So, ich versuche rechtsklick. Aber ich mache Rechtsklick, wo play ich denn? Kann ich hier Reload machen? Geht auch nicht. Wie komme ich denn jetzt zu dem Server, auf dem er spielt? Also eigentlich müsstest du das angezeigt sehen, dass er spielt. Nee, keine Anzeige, kein gar nichts. Ja, das ist jetzt, so ein bisschen, jetzt, das ja, hat ein bisschen gedauert. Also, play, oben so. Rechts bei dem Bild. Warte, liebe Freunde, und wenn der Gronkh jetzt drin ist, kann ich das Passwort, das er eben ein bisschen verzögert, auch bekannt geben. Warte, in diesem Fall. Nicht Rumpel, sondern, also der Server heißt Rumpetto, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Und das Passwort ist Sarazar, alles klein geschrieben, super schweres Passwort. Und wer mitspielen will, wir uns jetzt in dieser Runde einfach reingucken, kommen und joinen. Es gibt ja mindestens 16 Leute. So, jetzt werde ich auch mal richtig. Die gerne mit uns spielen wollen, hoffentlich. Ein paar haben sich ja eben schon eingefunden. Und da ist er. Nee, ist er noch nicht, der Gribbel Gregor. Doch, der ist schon drin, aber noch nicht. Also super, wie der Spectator gibt's jetzt hier. Das Gronkh joined the game. Yeah, das Gronkh am Start, jojo. Das ist auch eine neue Karte. Es gibt ja einige neue Karten, die im Original Quake Arena nicht dabei waren. Das Match beginnt doch noch gar nicht. Warum schießt ihr denn alle? Wir ein bisschen abballern. Ist. Oh, jetzt ist das Match. Gewalt ist niemals eine Lösung! Jetzt wurde ich erledigt, obwohl wir noch nicht am Start waren, oder was? Nee. Sollst du ein bisschen Musik dafür machen? Ja, willst. Gerne. Deine Musik ist immer die schönste, Rumpi. Ja. Welches Team bist du denn? Ich bin Team Red. Blue? Blue, glaube ich. Ich glaube, ich bin Blue. Ein Blue, da bin die da, die du, da die du, die du, die da. Guck mal ganz kurz, bin ich Blue? Ja, ich bin Blue. Hey, wir sind beide Blue. Sari, wir sind auf einer Seite, dass ich das mal leben darf. Wir stoßen ins selbe Horn. Jetzt hab ich aber einige gefragt, so langsam komme ich rein. Ja. Warum wird das nicht jetzt Score angezeigt, obwohl ich drei umgebracht habe schon? Weil ihr noch gar nicht angefangen, den müssen wir F3 drücken. Ach so, toll. Ach so, vielleicht wäre das mal eine Idee. Das Gronkh ist ready. Huch, was ist das denn hässliches? Das neue Pet-System von Quake. Alter, jetzt hab ich. Und immer noch keinen Score. Achso, starte nicht. Lest doch mal einfach die große Schrift. Ja, es kommt jetzt, kommt jetzt los. 3, 2, 1. Ich hab das schon gecheckt, aber ich dachte, wann geht denn das Match endlich los? Jetzt ewig gedauert. Fight. Oh, da hat sich einer selber umgebracht. Dafür ist ja sogar mal die Musik. Alter, mit der Maus hier rum. Oh. Bei Quake ist eine Katastrophe mit den Kabeln hier. Gegen zwei Leute, keine Chance. Ich habe so eine Mausfläche von 5x5 cm, wo ich mit spielen kann. Yeah. Was da musst du dann glauben? Nein! Ja, ich bin so doof. Action, ich hab mich gerade selber umgebracht. Oh. Wieso stürzt ich denn in die Schlucht? Da wurde ich auch umgenietet. Da musst du aufpassen, dieser Mitte, ne, der Karte. Seht ihr, dass die Musik passt? Ja. Ist okay. Boah, Mann, das sind immer zwei, ich glaub, diese Grünen! Ich find, dass diese hier besser passt. Ey, das Traurige bei diesem Lied ist erst, ich campe. Dass ich das schon so im Kopf hatte. Oh Mann, vor ein paar Tagen. Der Sack. Da bin ich dann, jetzt ohne Scheiß, kein Witz, eine wahre Geschichte. Da hab ich das Lied vor mich hingesummt. Ist auch ein schönes Lied. Ich weiß nicht, wer die ganze Woche nicht mehr auf den Kopf kriegt. Der Holy Jeebus, Alter, der läuft da rum mit seiner fetten. Alter, die Schrote ist auch nicht schlecht, muss man sagen. Yeah, Pika 90, tut mir leid. Oh, es kann nur einen geben. Oh. Ah, das war dumm.
Eine schöne Mischung. Huch! Ah, oh, es ist schon. Ist schon, hey, Blue Team! Drei ist bunte. Ah, oh, gut, Blue Team, Blue Team. So, ihr könnt noch ein Match machen. Geil, ich habe einen Score von 2. Wow, ich bin so. Du bist der beste Spieler der Welt, Alter. Ja, ich rucke das Game. Gamer bei einem neuen Level. So, was soll ich denn voten? Ich. Mir egal. Ich vote gar nicht. Boah, Cliffside. Nicht. Was fällt denn? Cliffside. Ja, ich kann auch mal so ein Schuh runter. Gerade, aber egal. Ja, du. Wenn's F3 drückt, du, ne? Diese Kriegsspiele, ne? Diese Kriegsspiele. Was geht jetzt los, wenn F3 gedrückt wurde? Alter, hier sind voll viele Feinde um mich rum. Die wollen mich die ganze Zeit schon angreifen. Du bist einfach paranoid. Ich bin fertig. Und schon schießen sie auf dich. So wie ich jetzt auch. Krass, dass das trotzdem als Kill, als minus 1 gezählt wird, obwohl das Spiel ja noch nicht mal gestartet ist. So, oh Mann, krieg ich ja schon Punkte für? Shit, jetzt bin ich verletzt. Nee, den kriegst du nicht. Oh, 2 Frags und ich krieg keine Punkte? Ja, das hab ich mir eben auch gedacht. Oh, los geht's. Yeah, Sergeant Rumpelstyle! Ich spiele für den zarten Rumpel, meinen alten Kumpel. Und ich töte sie alle. Ich Mensch töten. Alle. Alter, was hat er erleben? Das Menschen töten, an ihren Klöten hängen Föten. Was? Das ist aber ekelhaft. Ja, das ist wirklich ein bisschen widerlich. Das ist aber richtig ekelhaft. Das ist ein an ihren Klöten hängen Föten, ey. Ja. Mann! Mal lieber deine Föten von den Klöten lassen. Huch! Wo sind jetzt die ganzen Feinde? In der letzten Runde waren so voll viele da und jetzt hier so voll am Rumdümpeln. Ach, da! Yeah! Keine Chance hatte ich bei diesem Kampf. Keine Chance, keine hatte Chance. Ich bei diesem keine Kampf. Chance. Holy Jeebus! Ich hab ihn erledigt, den Holy Jeebus. Keine Chance. Boah. Hatte ich wurde gegrillt. Rumpel, mach doch mal lauter hier im Studio. Rumpel, das ist geil. Gamer zu tun. Yeah, das macht mich. Oh. Geil, jetzt ist die Runde vorbei. Alter, aber ich wollte gerade sagen, das macht mich richtig aggro für die Runde. Ihr seht so hart aus, Jungs, das ist unfassbar. Also, boah, Alter. Dankeschön. Boah, voll danke. Warm. Vielen Dank. Puh. Oh. So, wollt ihr noch ein Spiel oder was? Ja. Einen. Ja, schnell, lass uns doch das Ding hier spielen. Komm rein. Ach komm, eine Runde können wir noch, oder? Ja, ja, eine Runde könnt ihr noch. Ja. Aber wir spielen nämlich gleich auch was Lustiges. Hat was mit Wahlen zu tun. Da bin ich gespannt. Du kennst das Spiel? Ja, ich hab's noch nicht gespielt. Ich kenn's halt, weil ich es mir runtergeladen habe. Hey! Motherfucker! Sowas, wer sagt denn sowas? Und jetzt kommt der Mensch! Mutterliebhaber! Liebhaber deiner eigenen Mutter. Weil es Muttertag, weil ich die Mutter mag. Alter, der hat mich nicht gekillt, das ist aber ein Trauerspiel. Ja, ich wurde auch direkt beim Reinkommen gefrühstückt. Da könnte ich ausrasten, da könnte ich ausrasten. Ich kann es nicht fassen, ich habe ihn nicht getötet. Stattdessen nur ein bisschen genötigt. Aua, aua. Oh. Kommen sie von hinten. Gramgebeugte Gynäkologen nehmen gerne und häufig Drogen. Oh, Alter, ich werde hier gerade nur weg. Boah. Mats ist Fischfrau. Yeah, Rusty Core, you fretted motherfucker. Low ammo warning. Jetzt habe ich ein bisschen was im Petto wieder. Habe ich ein bisschen was im Rumpetto? Sarazar spielt Star Whale, kam bei mir gerade. Ja, da vorne am Laptop wahrscheinlich gerade. Jetzt war ich gerade irritiert. Ist voll gut, ne, Sarazar. Das ist echt eine Coolste auf dieser ganzen Welt. Ich wünschte, ich könnte mit seinem Account spielen. Als stattdessen. Ja, jetzt bist du ja eingerumpelt muss hier gerade. Ich, ne? Ich hab mein Skill wieder abgezogen. Rumpel. Kennst du eigentlich die Rumpel Horror Picture Show? Rumpel. Und über meinen eigenen Witz lachen? Mach ich auch manchmal. Als einziger dann oft. Ja, das stimmt. So wie ich gerade eben. Er hat mich besser getroffen, weil ich nur so schlecht gerade. Gerade bin ich richtig schlecht in der Runde. Rusty, komm, bleib stehen, ich will dich erledigen. Und sonst kriege ich doch nie mehr. Schade. Boah, immer zwei.
Hä, das ist doch ein Witz, warum? Ah, siehst du, hab ich ihn tatsächlich erwischt sogar noch. Zack. Ah, das bist du. Hm? Nein, nicht du hast mich gerade erschossen. Warst du der Grüne? Nee, wir sind eigentlich. Du warst der Grüne. Boah, zum Glück ist der Game-Sammler schlechter als ich. Nee, eigentlich ist er das nicht. Und Sergeant Rumpel ist genauso schlecht wie ich, Gott sei Dank. Mehr Damage gemacht als du. Boah, der Sergeant Rumpel ist echt so eine Knalltüte. Alter, ja, komm, geh mal hier geradeaus. Ich klick das mal weg gerade hier. Boah, du, hier, diese Kriegsspiele sind nicht für mich. Ich bin ja mehr so, ich bin ja mehr so. Ich spiele sowas nicht, ich kann das nicht sehen. Ich kann das einfach nicht sehen. Ich muss die Maus mal wieder runter tunen hier gerade. Bin ich traurig und lethargisch. Huiuiuiui. Und halt sowas und... So, ich stehe jetzt nochmal auf. Aua, ey, das war deine Rolle hier. Ja, die Rolle, ich bin auch voll von der Rolle. Ich stehe jetzt nochmal auf. Mal, falls ihr mal euch informieren wollt, wie die Steuerung von Evil Within ist, ja, hier, so ist die Steuerung. Blende das jetzt ganz exklusiv hier ein. Geil. Die Steuerung von Evil Within. Haben wir sonst noch irgendwas zum Zeigen? Also, falls ihr selber mal spielt, da wisst ihr jetzt schon die Steuerung. Schreibt euch schnell auf. Muss ich auch diesen Knopf da drücken? Muss ich den Knopf auch drücken? Das andere gucke ich mal gerade, was ist das hier? Hier, laute Geräusche, Laterne benutzen und sowas alles, ne? Ne? Wenn ihr dann mal selber spielt, am 14.10. Die Regieanweisung, Alter, mein Stuhl ist eine Katastrophe hier. So, der Rumpi kommt jetzt auch hier raus. Rumpi-Puppi! Rumpi, du kleiner Strolch. Rumpi, dann red doch nicht so lange, sondern setz dich doch bitte hin. Hallo, wir versuchen hier eine professionelle Sendung zu machen, weißt du? Deswegen. Was geht ab? Für die letzte, gestern oder wann? Gerade mal mein Ding. Oh, jetzt ist mir direkt warm geworden. Ich habe Angst. Bitte holt mich heraus. Willkommen. Sollen wir es nicht lieber hier drin prügeln? Wieso steht denn das hier auf dem Tisch eigentlich? Was denn? Hier stand gerade diese von Schleck Bondels. Von Schleck Bondels stand gerade diese Schmola. Die Schmola von Schleck Bondels. Die Schmola Abnisi. Schmola. Vielleicht müssen wir einmal kurz erzählen, warum ich jetzt wieder hier drin sitze, oder? Das fragen wir uns auch. Erzähl doch mal. Weil du fummeln wolltest. Nee, weil ich nicht fummeln wollte. Walle, wollen wir uns mal umarmen? Komm, wir umarmen uns mal. Oh, komm, das ist richtig so. Oh, meine Sonnenbrille. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, die 10 € Sonnenbrille. Ja, ich habe davon ja nur 25 Stück. Achso, das ist ja gut. Echt, hast du dir so im Rabatt gehabt? Ich habe so viele. Ich mache bald meine Papa eigene Kollektion. Papa Ante Portas mäßig. 10 bis 20 Pakete. Ja, das weißt du nie. Damals weißt du 89. Die hier? War das sind wir da drauf? Da oder das Fischauge? Da? Weißt du, jetzt, dass wir der Wiederverein, wenn man mit im Osten gewohnt hast, da hat man vorgesorgt. Ja, das stimmt. Diese ganzen gelben Gurken, die man da plötzlich bekommen hatte, ne? Die gelben Gurken. Gurken. Ja, genau. Nee, vielleicht sollen wir das erstmal mal sagen. War das ein rassistischer Schmiss? Da habe ich jetzt lustigerweise. Nein, ach so. Ich sagen, da die Bananen, ne? Ja. Da musste mal ganz kurz einmal erwähnen, habe ich letztens eine Doku über Nordkorea gesehen und wie die im Reporter das darstellen. Und dann tun die ja so, als hätten die alles in Nordkorea. Jetzt wird es ja keinem schlecht gehen und der Führer ist ja alles und die lachen sich kaputt. Das ist total geil. Die sind haben da am Heulen wegen dem, wenn es ihm schlecht Olympia geht. Olympia gewonnen. Erkältung und wir 1000 Leute weinen. Aber das Geilste war, waren die bei so einer Familie, das Reporter-Team. Und dann hat der Junge wie selbstverständlich eine Banane gekriegt. Mhm. Und er wusste gar nicht, wie man die aufmacht. So, dann steht er da und dann beißt er immer rein so. Und findet ihr auch noch ekelhaft, es war so geil, wie die sich eins eigene Wetten, wie das geil. Hauptsache ihr Volk sieht nichts davon, aber jeder andere weiß, was da los ist. Das ist ein ganz schönes Trauerspiel. Hier einmal in die Mitte des Controllers, Rumpel. Ja, ich erkläre jetzt mal, wie es geht. Nee, ich wollte erstmal, dass ihr jetzt erklärt, warum ich hier drin sitze. Warum? Das wissen wir doch selber nicht. Das dachte ich mir nämlich. Nein, wir sitzen hier drin, weil wir im Endeffekt von dieser Konstellation erstmal 3 Wochen Abschied nehmen, denn ihr werdet verreisen. Also ihr beide. Das stimmt. Ja. Und dazu könnt ihr ja mal was sagen. Wir sind 2 Wochen auf Achse und zwar, es ist ja das offene Geheimnis, das weiß ja eh schon jeder. Wir sind tatsächlich unterwegs und wir konnten es einfach nicht ausschlagen, weil das ist einfach zu geil. Wir wurden eingeladen quasi, Far Cry 4, kann ich gleich offiziell mal sagen, in Nepal nachzustellen. Also quasi so nach Nepal zu fahren. Nicht nachstellen, wir laufen da nicht wild schießen durch die Gegend. So. Nee, aber halt. Wir haben so 2 MGs bekommen. Ja, das ist geil. Ein paar Bösewichte in Nepal, die wir suchen müssen.
die müssen wir schießen. Freigegeben auf 12. Super-Homies. So. Nein, nein, auf jeden Fall, wenn wir 4 verschiedene Super-Homies-Videos drehen aus Nepal, wir sind 2 Wochen sogar da und deswegen fallen 3 Sendungen insgesamt aus, weil wir nicht direkt danach wieder aufnehmen können und die Sendung am Freitag... Angefangen mit der nächsten. Ja, angefangen mit der nächsten Folge. Die fallen aber nicht komplett aus, da fallen nur wir aus. Das muss mal ganz klar erwähnt werden, denn diese Sendung wird der Fabian Siegesmund übernehmen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du auch mal zu sehen zwischendurch. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, der hat einen Co-Moderator, aber es steht noch nicht genau fest, genau, wie. Wer dann das moderieren wird, da lasst euch mal überraschen. Den Fabian kennen ja auch die meisten von euch, den Battle Bro, und der wird das sicherlich auch ganz gut machen. Ja, sozusagen als Urlaubsvertretung, wenn wir dann in Nepal sind, wobei das wahrscheinlich ein richtig harter Trip wird. Wir haben schon Mount Everest Basiscamp, wir werden Elefanten abchecken, sogar Tiger angeblich sehen, ein Naturschutzgebiet. Und ganz ehrlich, wie kann man da Nein sagen? Nee, aber der Fabian wollte also von selbst überhaupt nicht mit. Das sieht man auch in dem schönen Dokument, was wir auch filmisch mitgebracht haben. Deshalb sage ich mal ganz kurz Film ab mit einem Gruß von Fabian. Achso, das habe ich auch gar nicht gesehen. Genau. Zeig mal. Das wollen wir jetzt. Hi, der Fabian hier. Ich werde die nächsten 3 Wochen LPT moderieren, denn ich möchte nun wirklich nicht nach Nepal. Niemand möchte nach Nepal. Da ist es kalt und es ist weit weg. Und da gibt es unberührte Landschaften, köstliches Grillfleisch und kein Elektrosmog. Man kann sich ein bisschen entspannen. Ich möchte nicht nach Nepal. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Du Schwein, Markus. Der war ganz freiwillig. Also gut, der Mama ist ganz traurig. Und das Gute ist, der Markus, der ihm die Klammer an den Kopf halten kann, den kennt er vielleicht auch. Der Markus ist ja auch öfter hier gewesen, schon beim Livestream. Der kommt mit, der Daniel ist dabei. Und der Arno, der Kameramann, den kann ja auch der eine oder andere. Wird, glaube ich, ein lustiger Trip. Wir 5 machen Nepal unsicher. Dann noch jemand von Ubisoft die ersten Tage am Start. Und dann haben wir sturmfrei danach und hauen auf die Kacke. Oh, weia. Wir werden nicht groß hauen. Ich glaube, wir werden richtig, richtig durch sein. Das, was der Fabian da sagt, entspannen und chillen, ist da, glaube ich, nicht viel. Wir haben einen super straffen Zeitplan, damit wir richtig geile Super-Homies-Videos machen können. Und natürlich wird es auch noch ein Super-Homies-Video geben von unserem Roadtrip. Da bin ich so gut wie fertig. Das probiere ich noch vor Nepal rauszujagen, damit ihr da... War das Fallschirmspringen jetzt eigentlich drin oder nicht? Meinst du bei Nepal? Ja. Bei Nepal haben wir keinen Fallschirmsprung. Nee, ich habe das nur gelesen. Nee, was anderes ist da. Ja, das andere, was aber ähnlich war. Ja, was ähnlich war. Das würde ich euch mal ganz gerne sehen, im Fallschirmsprung, im freien Fall. Ja, das ist drin. Das boah, da freue ich mich aber das echt. Ich habe Schiss, genauso wie du unbedingt mal machen wolltest. Ja. Boah, da freue ich mich mega drauf. Ich glaube, in so einer Gegend wie da im Himalaya ist es unschlagbar. Ich werde einen Regenbogen aus Kacke am Horizont ziehen. Nee, Freunde, und mehr. Eine super geile Reise. Also freut euch drauf auf die Videos. Double Rainbow. Wenn ihr 2 da rumfliegt, der Double Rainbow. Aber das Geile ist auf jeden Fall, wie gesagt, der Fabian wird die Sendung übernehmen am 3 Wochen lang und dann wird es auch weiter EBT geben. Ich glaube, da wird ein paar lustige Sachen. Vielleicht seht ihr den Ruppel auch nochmal unterwegs und so. Und da wird es natürlich auch noch Co-Moderatoren geben. Ich glaube, da wird ein bisschen durchgewechselt. Wir werden gespannt sein, wer da alles auftaucht. Ich kann da gerade nicht lesen. Genau, ich werde auch hier die Stellung halten tatsächlich. Ich werde aber nicht bei LPT mitwirken, sondern ich habe ein paar andere Sachen zu tun. Denn wir haben ja auch noch Geheimprojekte. Eins der Rumpel involviert, in 2 bin ich mittlerweile involviert. So genau, und ich werde auch Alendia weiter tragen natürlich und noch ein paar andere Sachen. Oh ja, da gibt es noch ein paar richtig coole Sachen. Also von denen ihr noch nicht viel erfahren werdet, von denen ihr in den nächsten Monaten aber definitiv was erfahren werdet, können wir jetzt noch nicht viel drüber reden. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit dem Match im Versus. Oh cool, ist das Spiel abgestürzt, oder? Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Nee, machen wir mal. Nee, ich komm. Dann müssen wir wohl eher... Das Spiel ist total stabil. Das haben wir ja vorhin schon gesehen, dass da sehr viel funktioniert hat. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ich habe es aber auch schon nicht gezockt, aber runtergeladen. Genau, wir spielen nochmal ein kleines Indie-Game, was eigentlich schon relativ lange bekannt ist. Ich glaube, es gab es auch mal als Freeware irgendwie online, konnte man das spielen. Ja, keine Ahnung. Genau, Versus nochmal. Versus. Und zwar Star Whale, vielleicht können wir das irgendwie mal ganz kurz in Vollbild zeigen. Genau, hier ein eigentlich sehr witziges, ziemlich abgefahrenes Spiel irgendwie. Wir sind so... 5 Leben? Wir sind Wale. Mach mal 3 Leben. Okay, 3 Leben. Das ist die Wahl heute, wie viel du da einstellen kannst. Genau. So, man hat die Wahl. Ja, ich bin blau. Genau, und jetzt kann man hier so, was bin ich denn hier? Ich will rot. Alter, wie geil, guck mal, ich kann mir die Tür anziehen. Ich hab ein Afro. Burrito finde ich. Ich bin der Orange, erstmal. So, ich sehe aus wie ich. Ich sehe aus wie ich, eindeutig. Oh, ich nehme auf jeden Fall den fiesen Lightsaber hier als Schnauze. Und dann... Bananas, so geil. Hä? Schnauze kann ich gar nicht, oder? Ach, ist beim Body, ne?
Ach, guck mal hier, das finde ich ganz gut. Ich bin der Bär. Ich bin einfach Banana-Hotdog. Ich finde den mit den zwei kleinen Flügelchen ganz gut. Ich bin Afromob. Das passt doch zu dir mit den zwei kleinen Flügelchen. Das ist auch nicht. So, so Regi. Mit dem Bananenkopf auch. Banana-Bandana oder was? Ja. Banana! Banana! So, ich random. Mach mal also random. Ich hab null Ahnung, was soll ich hier Classic, machen? Classic erstmal. Ja, Classic, okay. Ich hab null Ahnung, was uns hier erwartet. Ich hab echt gar keine Ahnung, wie das funktioniert. So, ihr müsst auf A, mit A könnt ihr euch weiter bewegen. Und dann müsst ihr mit links und rechts könnt ihr euren Fisch in irgendeiner Weise. Oh, nein, 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 nein. Das ist ja ein Schwertfisch, das ist ja gar kein Wal, ne? Nee, das ist schon ein Wal. Alter! Ja, ich habe schon ein Leben verloren. Hast du mir gerade was voll reingesteckt da hinten? Ja. Unten sind die Herzen, ihr seht die Herzen. Welcher bist du denn, der mit dem Afro-Gong, ne? Ja. Oh, ich hab, Alter, überzerhit. Nein, Rumpel, komm schon. Gesaved. Den Rumpel habe ich gerade erwischt, ne? Nein, 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 nein. Nein, 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 gar nicht erwischt. Aber ich hab mich fast erwischt. Du hast doch ein Leben weniger. Ah, den Gronkh habe ich erwischt, ne? Nee, mich hat gerade keiner erwischt. Du wurdest erwischt. So, jetzt nochmal, guck mal. Ja, aber der Gronkh hat auch noch zwei Leben. Gott sei Dank. Na, dann ist der Rumpel. Wer war der Grüne? Ich. Oh, jetzt sind wir gegeneinander, Gronkh. Nein! Yeah! Ihr Spiel seid total bescheuert. Ihr seid in einer Arena und müsst euch gegenseitig mit diesen Walen da rummetzeln. Ich find's total geil. Yeah! Was? Da mit dem Körper! Yeah! Was? Jetzt hab ich nur noch ein Leben und du noch zwei. Oh, der war aber eigentlich auch gehittet gerade von dir. Nee, aber du musst das Herz treffen. Das Nein! ist ein Spiel. Boah. Nein! Geschmeidig. Gerade steuern. Kann ich denn den Schnabel? Mit links und rechts hier. Ah, bei kann ich tatsächlich, okay. Ja, genau. Da muss ich mal gerade einmal rankommen. Damit betätigst du deinen Schwanz und mit dem kannst du nach vorne dich katapultieren. Da, siehst du, ich hab dich getroffen. Hä? Du hast doch nicht mein Herz getroffen. Doch, doch, das Herz ist unten. Das gib mir mein, gib mir mein Herz zurück. Das Herz dein. Ja, die Oh! Ich da kann man gerade beide beim Rumpel lang. Nee, aber das war echt. Ja! Nein. Ja! Na. Ja, nein. Ich hab dich getroffen. Ja, weil ich drauf bin. Oh, nochmal! Jetzt noch mal. Dann ja, jawohl! Ja, das gibt's gar nicht. Jawohl! Ich hab die Mangel genommen. Ja, ich hab geilen Hunde. Nein! Nein, ich hatte dich doch. Oh, ich finde das geil mit dieser Zeitlupe, das total. Das macht das. Ja, Alter. Nein, das gibt's nicht. Boah, das war so gemein. Oh, Alter. Nein! Ah, was für ein Konter. Ja! Alter, wie gnadenlos. Alter, ja. Der Walle sticht einfach zu. Ja, ich bin halt ein Stecher. Da kann man gar nicht so schnell gucken, wie schnell du zugestochen hast. Manchmal weiß man gar nicht, was da passiert. Alter. Nix da. Ey, das Spiel macht so Bock. Ist richtig geil. So, Rumpel, du musst in Angriffsmodus. Ja, oder willst du ewig die Frau sein hier? Na, guck mal, er dreht sich halt immer nur die ganze Zeit, dieser feige Hund. Der macht immer so einen Flippo hier. Ah. So, 1-1, jetzt Skills. Das Song ist kein sexistischer Witz. Was denn? Eine Frau hat nur... Ja! Werde ich denn ewig Zweiter sein? Was ist dein Tor? Goldmedaille. Aber jetzt 1-1, ne? Mhm. Ja, jetzt zeige ich es euch. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Ja! Das war so... Ja! Das ging schnell. Ist das ein krasses Game, ey. Vergesst Street Fighter, vergesst Nein, Monica nein, nein! Ich finde die Idee saugeil. Ah. Ja, du wirst mir ein Auge ausstechen, aber es geht nur auf mein Herz. Zack, nein! Ah. Boah, jetzt. Guck mal, wieder der kleine. Was macht der Gronkh? Ich rum herum, weil ich euch nicht traue. Nein! Ja, rein. So rum herum, das ist super. Walle, geh runter von mir! Oh nein, ich hätte den Walle eigentlich gehabt. Offen. Mein Walle, nimm das Ding da weg. Manchmal unterscheide ich aber nicht zwischen meinem Herzen und meiner tollen Bananenmütze. Das geht vielen so. Viele können nicht zwischen meinem Herzen und deiner Bananenmütze unterscheiden. Zack, wieso drehst du dich eigentlich immer so? Nix da! Näseln! Nein! Ja, sehr gut. So, Jungs. Macht euch fertig! Nein! Ja! Ihr fiesen Möps, ey. Was ein Stich. Lass mich weg, nein, ich will da nicht hin. Alter, die sind böse, lass das. Aha, jetzt. Ja. Nein, Walle. Das kriegt ihr doch endlich. Boah, zum Glück ist einer zu kurz. Das kann doch nicht. Ist einer zu kurz. Komm, Rumpel, nein. Ah, die geht's ernst. Das war unschade.
unfassbar gnadenlos. Nix da. Lass mich. Ich leg mich hier hin. Lass mich in Ruhe. Ruppel, wir sind weg. Ja, dann gewinnst du doch weh. Mach dir ruhig weiter so. Ja, weil ich krieg ihn ja nicht so. Tschüss. Nix da. Krieg. Ah! Boah. Das war krass. Nein. Boah, Time. Wer hat gewonnen? Ah, ich. Oh, nein. Warum? Der Schnellstecher von Bangladesch. Das ist echt ein hammergeiles Game. Ich könnte stundenlang spielen mit euch. Das ist halt so ein typisches Party-Game. Nein, Alter, das gibt's doch nicht. Voll. Das erste Herz von Gronkh ist weg. Oh, und unter Strategie. Ey, der dreht sich immer so schnell, ich komm da nicht hin dazu. Und jetzt rückwärts. Nein! Ja! Nein. Ja. Ja. Das ist gemein. Das war echt... Jetzt hier, Gronkh. Oh, ist ja nochmal knapp entkommen. Du kleiner Schlawiner. Der Walle dreht sich einfach nur die ganze Zeit. Ja, das ist aber... Boah, das gibt's doch gar nicht, ich bin schon tot. Oh, wieso bin ich eigentlich schon tot? Ich hab ihn zweimal getroffen. Nein! Ja. Ich muss mich umdrehen. Guck mal, der dreht sich nur die ganze Zeit. Ja, der dreht sich nur. Ich meine, jetzt kann ich auch. Ja. Guck mal, gucken, wer als erster. Oh. Komm her. Oh, du legst dich verraten. Der Walle macht die ganze Zeit einen Helikopterdick. Jetzt lockt er dich gerade, dann macht er wieder Helikopterdick. Pass auf. Pass auf, aber. Oh! Siehst du? Ja, aber ich hätte beinahe. Ja, Alter, mach tiefer! Du musst tiefer, tiefer! Ich meine, du kannst das Spiel gar nicht moderieren ohne. Das geht gar nicht. Nein! Oh, ich habe hier aber noch draufgelegt. Ja, hier bin ich echt draufgelegt. Mann! Pass auf, jetzt mal hier so ein Körper. Hier, guck mal. Ah, das gibt's doch nicht. Vorsicht, Vorsicht, den nicht. Der Wall ist wieder so eine Spinne. Der lauert und dann sticht er zu. Ja, ja! Das ist wieder! Das ist, Alter, die Schwängermaschine vom Kölner. Man nennt mich auch den Orca. So. Man nennt mich den Orca. Den Killerwal. Du mit deinem Nasenpenis. Pro-Killerwal auf einem neuen Level. Der Sieger meiner geilen Bananenkäppi. Jetzt! Nix da, das war eine Taktik hier. Ja, glaube ich dir nicht. Doch, das war eine Taktik. Guck mal. Oh, ah! Hinten reingeschoben. Jawohl! Ja, kriege ich nochmal. Nein. Ja, schon drei Mets gewonnen hier, du Loser. Jetzt fäng euch mal ein bisschen an. Was hast du gemacht? Nein! Nein! Was zur Hölle? Was ist da passiert? Nix da. Schnabel gegen Schnabel. Was ist denn das hier eigentlich? Nein! Ah, ja, Rummel! Ja, ich hab nochmal erwischt. Ist halt zu gemein. Also blöd irgendwie, wenn man... Ja! Nein! Jawoll! Das war der zweite! Ja, fuck, ich bin raus. Der Valentin ist raus! Ja, das gibt's ja gar nicht. Oh, Alter, Rumpel? Ja. Was machst du denn da genau? Spielst du das Spiel oder hast du irgendwie... Wir machen nicht. Oh. Rumpi! Herz an Herz, mein Freund! Oh! Ach du meine Nase! Stand by me! Boah, Alter! So. Oh, das ist aber echt ein Tanz. Nein! Jawoll! Endlich! Nein, endlich hat der härteste von den drei Fischen gewonnen. Endlich hast du mal gewonnen. Komm, letzte Runde. Der letzte Herzen. Runde schon? Ja, oder? Oh, oder wir haben Hype. Ne? Wir müssen ja heute vorzeitig abbauen. Bei, nee, nicht vorzeitig, aber in recht. Normaler Zeit. Nein, das gibt's doch gar nicht. Alter, wie du da reingelollt bist. Ich stürze mich hier gerade voll mit dem reingelollt. Wie du da reingelollt bist. Was ist denn das für ein Ausdruck? Oh, das gibt's nicht. Wie jetzt sind wir so. Das gibt's gar nicht. Ja! Ich werde einer schon hier einfach. Ich werde jetzt hier oben in der Ecke schmollen. Ich hänge mich jetzt hier oben hin Schnabel und dann. Schnabel! Du hast keine Wahl, Rumpel. Nein! Ja! Findest du gut. Boah. Schnabel, Schnabel. Oh, Bauch am Bauch. Auch gut. Wow, der war knapp. Ja. Das Böse, ich habe so ein großes Herz, das trifft man immer. Wie aus dem. Ah, da war's wieder, aber wir ausnutzen. So Kackbuhn reingeblätzt. Ach, naja. Mit deinem großen Herz. Ja! Ich weiß nicht, was das hier macht. Das macht ich habe keine Ahnung. Ja! Spieß ihn auf. Wieso habe ich dich nicht bekommen, verdammt? Ich sag's dir, ist wie so eine Spinne. Der baut sich sein Nest, der legt sich immer hin und lockt dich mit seinen Pheromonen. Oh, und dann sticht er zu. Ja, warte, lass mich mal konzentrieren. Was ja. Ein Fein, ey. Das ist echt das schwer jetzt gegen Walle. Walle hat sein Spiel gefunden. Ja! Boah, ich hab's beider! Ich hab's beider gesagt! Er sieht ja, da fällt mir gerade der Sender aus der Hose, du. Also ein bisschen Herz gegen. Ich glaube, ich muss gegen. Ich muss mal ein Let's Play davon machen, da hab ich wenigstens mal ein Spiel mit gutem Geld.
Er wird sich nach rechts drehen müssen. Ich kann das hier wie mal ganz kurz sagen, was wir für eine Zeit haben. Ich kann es dir genau sagen, ich habe nämlich ein Telefon. Achso, 34 immer schon. 34. Ja, Leute. Ich gehe noch mal ganz kurz hier auf Twitter. Der geht noch einmal Pipi machen, der Gong. Ja, ich gehe mal auf Twitter Pipi machen. Vielleicht können wir hier noch mal ganz kurz erwähnen, das Gewinnspiel mit der PlayStation. Ja, genau. Sehr gute Idee. FIFA, das gilt natürlich immer noch. Ihr seht den Post immer noch als ersten Post auf unserer Facebook-Seite. Jetzt kann die Bildregie noch mal bitte die Facebook ja, genau, da ist sie. Da seht ihr das. Ihr könnt da immer noch mitmachen. Es geht um Panini-Bildchen für, oder nicht Panini-Bildchen, sondern so Sammelkartenbilder mit Gonk und Sarazar. Oder auch schon einige Runde, oder? Nee, ja, oder also hauptsächlich die beiden eigentlich. Ich bin ja nicht so der Fußballer. Aber genau, da könnt ihr immer noch mitmachen und die Gewinner werden bekannt gegeben in der nächsten Woche und zwar von Studio 71 selber, wenn die beiden schon weg sind und zwar auf der Facebook-Seite von LPT. Ja, beziehungsweise per PN wird das irgendwie. Ich finde das ist so ziemlich geil. Das kriegt dann auf jeden Fall, könnt ihr eine PlayStation 4 gewinnen mit PlayStation Plus Account und 50 Euro irgendwie nochmal oder genau. Gutschein oder genau. Ne, irgendwas. So, ziemlich geil und ja, wir haben ja letzte Woche auf FIFA gezockt. Das hat leider nicht geklappt mit dem Pro-Team, weil wir da mit den Einstellungen das ein bisschen verkackt haben. Nehmen wir auf unsere Kappe. Aber ich habe es jetzt selber nochmal angespielt und das ist echt lustig. Was machst du da mit dem Delfin, sag mal? Was? Bitte? Was machst du da mit dem Delfin? Entschuldigung, ich habe das gerade nur im Bild gesehen. Der ist jetzt voller Fan von FIFA. Ikea, das mache ich, Nee, du hast gerade was anderes. Das habe ich gemacht hier. So, was sagt die Community? Das macht voll Spaß. Hallo. Auf dem rum. Der fühlt sich. Braucht ihr die Community das Spiel? Weißt du, was ich meine? Fand ihr das genauso gut wie wir? So, das fühlt sich voll lustig an. Ich zeig dir mal, was mit dem Delfin macht. Hui. So. Ist schön, ist aber angenehm. Ja, sag mir mal, was die Community sagt. Die Community sagt, ich werde euch so vermissen an meinem Geburtstag, sagt die Marina. Ist es eigentlich so warm bei euch mit T-Shirt und Sonnenbrille? Das Spiel ist so geil. Könnt ihr mal auch mal den Namen des Spiels sagen? Scheiß, 23 Grad. Ist super, ja. Super Wetter, ja. Das Spiel gibt es übrigens gerade auf Steam. Das kann man da nicht kaufen. Das ist halt so, über Köln scheint die Sonne, über den Rest lacht die Welt. Lacht die Sonne. Was? In Köln scheint die Sonne über den Rest lacht die Welt? Über Köln lacht die Sonne über den Rest lacht die Das üben wir nochmal. Über Düsseldorf lacht die Welt, ist ja eigentlich der Spruch. So, guck mal hier, ich nehme dich gerade hart ran in dem Spiel. Ja, weil ich nicht spiele, aber ich zeig dir jetzt mal, wie ich dich fertig mache, warte. Wir spielen hier schon weiter, verdammt. Bin ich auch drin? Nee, ne? Ich liege da einfach nur. Oh, da hatte ich die Beine. Naja, ich liege da einfach nur. Oh ja, lass die beiden mal machen, das wilde Treiben. Ich bin schon zu alt für diesen Scheiß. Könnt ihr mal bitte von mir runter? Der Gong hat mich gerade verletzt. Nein, ich habe den Gong verschoben, sodass er dich versetzen kann. So, pass auf. Ihr benutzt mich ja nur für eure komischen, niederen Spielchen. Boah, wir sind gerade unter Schwertfisch. Jawoll. Die machen wirklich mal ein Let's Play davon. Ich finde das super. Das ist mega. Das Game ist eins der geilsten. Also kam ja nicht viel raus. Ja. Nein! Und ich meine das ernst, wenn also ich... Wenn, ach, schon wieder? Alter, nochmal ne, one on one. Ganz kurz eine... Nein! Ja, voll! Der Walle kann auf jeden Fall verlieren. Kurze Notiz an Spieleentwickler. Wenn ihr ein Spiel entwickeln wollt, was der Valentin gerne spielt, dann müsst ihr was machen, wo er gut drin ist. Sobald er nicht so gut drin ist, dann mag er das Spiel. Zum Beispiel im Zustechen. Ne? Zum Beispiel so bei Infinite Swan oder so. Ne, das ist ja dein Lieblingsspieler. Ihr liegt so ein Edding. Ja, der den Edding. Das stimmt nicht gut in dein Gesicht. Nee, passt ja nicht. Sei froh, dass er Gesicht gesagt hat. Guck mal, wie er abhaut. So, pass auf. So. Gronkh, ich mach jetzt mit dir weiter. Ja, das ist gut. Lackiert euch weiter. Sollen wir die Sendung beenden? Ja, ich glaube ja. Ne? Wir müssen leider ein bisschen früher raus, weil wir nehmen jetzt noch eine Sendung auf, tatsächlich. Die ist dann aufgenommen, aber mit Evil Within, das kommt wann raus? Am 14.10., aber eben erst zu später Stunde. Das sieht komisch aus. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Ja, aber riechen tut's ähnlich. So, wir müssen jetzt raus. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Macht es gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Am Tag der Wiedervereinigung. Oh. Da hat er sich selber umgebumst. Am Tag der Wiedervereinigung sollen wir noch eine Dreierfusion machen. Okay. Oh, das stimmt. Ihr müsst den oberen so zusammen. Und die Community muss Nein schreien, ja? Ihr müsst auf Twitter möglichst laut Nein schreien. Ach. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Okay. Hier die unteren und ihr müsst die beiden oberen zusammen. Okay, okay. Also. Okay. Eins, zwei, drei. Fusion! Tschö, bis dahin! Tschö!